Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Seminars zum Thema über das Involviertsein zur Philosophie der Immersion. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was ist eigentlich fiktionale Immersion? Und zwar hatten wir uns mit einem Text auseinandergesetzt von Christiane Voss, der selbst den Titel trägt Fiktionale Immersion. Der Text ist 2008 erschienen und ich werde heute, weil ich ihren Aufgabenbearbeitung entnommen habe, dass nicht alle den Text sich so gut haben erschließen können, vor allem was die unterschiedlichen Theorien angeht, die Voss hier zur Erläuterung ihrer eigenen Position heranzieht, habe ich mich dazu entschieden, heute nochmal relativ eng an dem Text entlang zu gehen. Das heißt, ich werde im Großen und Ganzen einfach den Argumentationsgang nachzeichnen. Einige Zitate habe ich Ihnen mitgebracht und mich auch nochmal eingehender, zumindest sofern das die mir zur Verfügung stehende Zeit überhaupt zuließ, mit den Theorien auseinandergesetzt, die von Voss zitiert werden. Im ersten Teil komme ich ganz kurz zu sprechen auf die Unterscheidung von Immersion im Allgemeinen und fiktionaler Immersion im Besonderen, die Voss uns vorschlägt. Im zweiten Teil werde ich dann sprechen über Immersion als Einfühlung. Da bezieht sich Voss auf Theodor Lipps Theorie der Einfühlung. Im dritten Teil geht es dann um Immersion als Weltensprung. Hier bezieht sich Voss auf Mary Ryan, die wir schon häufiger in dem einen oder anderen Text über Immersion zitiert gefunden haben. Dann wird es kurz gehen um Immersion und das Imaginäre. Da bezieht sich Voss auf die Theorie von Wolfgang Ihser und schließlich komme ich zu Vosses Fazit. Okay, zum ersten Punkt, Immersion im Allgemeinen und fiktionale Immersion im Besonderen. Zunächst bestimmt Voss Immersion, wie ich finde, ganz plakativ und eigentlich auch ganz schön, einfach als Absorption der Aufmerksamkeit. Absorption bezeichnet übersetzt so viel wie Aufsaugung. Und wir haben ja in unterschiedlichen Kontexten auch schon, wenn es um Immersionserfahrungen ging, quasi so ähnliche Beschreibungen von Immersion gelesen. Die Aufmerksamkeit wird gefesselt, sie wird komplett hineingesogen in eine fiktive Welt oder irgendwie sowas. Das heißt, sobald wir über Aufmerksamkeit sprechen, legt sich immer schon, wenn wir so eine Art Phänomenologie der Aufmerksamkeit betreiben, legen sich immer solche Metaphern nahe. Müssen wir vielleicht nochmal gesondert an anderer Stelle drüber nachdenken, wieso sich so räumliche oder auch in dem Fall solche physikalischen Metaphern, Immersion selber hatten wir auch gesagt, ist die Untertauchung. Jetzt haben wir es hier quasi mit so einem mit einer Idee der Aufsaugung zu tun in etwas, warum das eigentlich sich so nahelegt, wenn man über solche Aufmerksamkeitsphänomene spricht. Okay, das betrifft jetzt die Immersion im Allgemeinen, dass sie eine Absorption der Aufmerksamkeit sei. Das heißt, die Aufmerksamkeit wird auch von einem bestimmten Gegenstand, das kann ein Gegenstand, ein Ereignis sein, ein Film oder irgendwas, oder auch eine bestimmte Tätigkeit, von der absorbiert. Das heißt, die Aufmerksamkeit wird auf sich gezogen von dieser Sache. Ganz allgemein, und das findet im Alltag quasi auch an unterschiedlichster Stelle statt. Und demgegenüber ist dann fiktionale Immersion von Voss bestimmt einfach als Absorption eines Großteils der Aufmerksamkeit in ein fiktionales Gebilde. Und Voss selbst bemüht als Beispiel meistens das Schauen eines Films. Das heißt, wenn meine Aufmerksamkeit in das Filmgeschehen selber absorbiert ist, dann hätten wir es mit einem Fall von fiktionaler Immersion zu tun. Aber auch wenn ich in das in einem Roman dargestellte Geschehen verwickelt wäre, hätte man es mit fiktionaler Immersion zu tun. Wichtig ist dabei vielleicht noch den Umstand hervorzuheben, dass hier die Rede von dem fiktionalen Gebilde sich nicht unmittelbar sozusagen auf das physische Trägerobjekt bezieht, durch das mir das fiktionale Gebilde präsentiert ist. Ne, es geht also nicht darum zu sagen, meine Aufmerksamkeit beispielsweise, wenn ich einen Film sehe, wenn irgendwer einen Film sieht, sei gerichtet auf den Bildschirm oder die Leinwand, ne, nicht diese nicht die Leinwand oder dasjenige, was auf der Leinwand dargestellt wird, unmittelbar, also quasi nur die Farbpixel oder was auch immer dafür Bilder sind, sind das fiktionale Gebilde, sondern die Aufmerksamkeit wird sozusagen in das Filmgeschehen involviert, das sich mittels dieser Bilder darstellt. Ne? Ich glaube, ich komme später nochmal darauf zurück, wenn das jetzt noch nicht genau klar geworden sein sollte, was ich mit dieser kleinen Bemerkung hervorheben wollte.
Ich habe hierzu auch noch ein Zitat von Voss selber aus dem Text mitgebracht, ganz kurz auch dazu. Wenn Sie in Klammern Seitenangaben finden, ohne weitere Angabe, dann bezieht sich das immer auf den Aufsatz selbst. Ansonsten habe ich nochmal markiert, auf welche Texte ich mich in den Klammern beziehe. Also sobald irgendwie ein anderer Bezug als der Text von Voss zitiert ist, dann werden Sie das an den Klammern erkennen. Ich lese kurzes Zitat vor. Wenn wir dem fiktiven Filmgeschehen so weit folgen, dass ein Großteil unserer Aufmerksamkeit dabei absorbiert wird, kann man von Immersion in ein fiktionales Gebilde oder auch von fiktionaler Immersion sprechen. Voss hebt dabei hervor, dass es ein sowas wie allgemeines phänomenales Merkmal von Immersion gäbe. Und zwar beschreibt sie dieses Merkmal in etwas komplizierter Formulierung wie folgt, dass die Medien dieser Vollzüge, also der Vollzüge von Immersion, die Medien der Vollzüge, in Klammer wie Sprache, Bewegungen, schematisierte Handlungen, Gefühle, Gedanken, Wünsche, sensorische Aktivierungen, Traumgebilde, im Bewusstsein des immersiv Erlebenden nicht von ihren Gehalten geschieden sind. Ja, es ist irgendwie gar nicht so leicht zu verstehen, dass die Medien der Vollzüge, dieser immersiven Vollzüge, im Bewusstsein des immersiv Erlebenden nicht von ihren Gehalten geschieden sind. Als Beispiel nennt sie da solche Tätigkeiten wie das Autofahren oder das Tango-Tanzen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das adäquat interpretiert ist, aber wir hatten ja letztes Mal über Csikszentmihalyi gesprochen. Und der hat Flow-Erfahrungen als Erfahrungen beschrieben, in denen man keine dualistische Perspektive habe, wo quasi die Erfahrung, wo die Aufmerksamkeit selber ganz sozusagen bei der Realisierung der Tätigkeit ist, ohne zugleich, das hatte ich Ihnen letztes Mal als Umschreibung angeboten, auf das Wie der Realisierung dieser Tätigkeit gerichtet zu sein. Und ich glaube, das meint auch Voss hier, wenn sie davon spricht, dass die Medien dieser Vollzüge im Bewusstsein des immersiv Erlebenden nicht von ihren Gehalten geschieden sind. Man hat also quasi keine dualistische Perspektive, man schaut sich nicht selbst nochmal bei der jeweiligen immersiven Tätigkeit zu. Dann kommt sie auch nochmal zu sprechen auf den Unterschied zwischen alltäglicher und fiktionaler Immersion. Und zwar in folgendem Zitat: Während Aufmerksamkeitslenkung im Alltag der Selbstsituierung in der Umwelt dient, ist es weniger eindeutig, welche Funktionen unserer immersiven Einlassung in Filme zukommen. Ja, während Aufmerksamkeitslenkung im Alltag der Selbstsituierung in der Umwelt dient, das heißt, ich orientiere mich, wenn ich irgendwie meine Aufmerksamkeit lenke, irgendwie in der jeweiligen Umwelt, in der ich mich befinde, dazu diene die Aufmerksamkeitslenkung, sei nicht ganz klar, was das bei immersiver Einlassung in Filme, welche Funktion der zukomme. Aus philosophischer Sicht stellt sich daher zunächst die Frage, so Voss, eine Realität welcher Art prägt sich uns im Kino oder vor dem Fernsehen ein? Ich weiß nicht ganz genau. Es wäre interessant hier zu wissen, was genau Voss eigentlich mit dieser Selbstsituierung in der Umwelt genau meint, ne, die sich irgendwie dann in Bezug auf immersive Erfahrung von Filmen unterscheiden würde. Man kann sich ja auch vorstellen, keine Ahnung, nehmen Sie so ein Beispiel wie irgendwelche Geduldsspiele. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, sowas wie diese kleinen Plastikwürfel, in denen irgendwelche Kugeln sind, die man irgendwie in so kleine Löcher hineinbuxieren muss, indem man indem man diese Würfel bewegt oder so. Auch in die bin ich ja in eine Weise immersiv verstrickt, wenn ich mich in dieses Spiel verstricke, die nicht unmittelbar der Selbstsituierung in meiner eigenen Umwelt dient. Ne? Worauf ich hinaus will, ist nur, dass ich nicht genau sehe, worin hier eigentlich das Abgrenzungskriterium besteht, gegenüber zum Beispiel solchen Spielen, die ja jetzt irgendwie keine fiktionalen Gebilde sind, oder müsste man erstmal für argumentieren, was die überhaupt für Gebilde sind, aber was ist hier überhaupt das unterscheidende Kriterium, auf das Voss hinaus will, sodass sie sich sozusagen extra fragen kann, in eine Realität welcher Art prägt sich uns im Kino oder vor dem Fernsehen ein, wenn diese Tätigkeiten nicht der Selbstsituierung in der Umwelt dienen würden. Scheint mir nur nicht der Zusammenhang nicht bis ins Letzte klar zu sein. Gleichzeitig hebt sie einen Aspekt hervor, den wir im Seminar auch schon häufiger thematisiert hatten, und zwar den Umstand, dass immersive Wahrnehmung, ich glaube, das war in dem Text von Goskens, wenn ich mich richtig erinnere, dass immersive Wahrnehmung fiktionaler Gebilde keine Täuschung sei. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass es sich bei solchen Immersionserfahrungen um Täuschungen handelt?
Ja, die Idee wäre, ich schaue zum Beispiel einen Film und glaube dann zum Beispiel für die Zeit des Filmschauens, dass sich diese Ereignisse tatsächlich so abspielen, und werde dann quasi während ich den Film schaue darin getäuscht. Hiergegen lässt sich natürlich immer relativ schnell einwenden, naja, normalerweise sind wir nicht überzeugt, dass das, was wir da im Film sehen, außer es handelt sich irgendwie um eine Dokumentation oder so, tatsächlich real ist. Das ist auch der Punkt, den Voss hier macht. Ich lese mal kurz vor. Was wir selbst im Falle intensiver Absorption eindeutig nicht glauben, ist, dass das Filmgeschehen in einem herkömmlichen Sinne real ist. Die immersive Wahrnehmung filmischer Realität lässt sich folglich auch nicht als eine Form epistemischer Täuschung beschreiben. Das heißt, auf der Ebene unserer Überzeugungen werden wir von dem Film nicht getäuscht, sofern wir eben nicht glauben, dass das, was da im Film geschieht, irgendwie tatsächlich real ist, im herkömmlichen Sinne, wie sie hier schreibt. Dem entspreche dann auch unser Rezeptionsverhalten. Zitat weiter: Die durch Film evozierten Eindrücke und Gefühle verführen uns nicht dazu, uns direkt handelnd zum Filmgeschehen zu verhalten. Und die These scheint nun zu sein, naja, wieso verhalten wir uns nicht handelnd zum Filmgeschehen? Weil wir nicht glauben, dass das Filmgeschehen real sei. In Bezug auf Letzteres war ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich gilt. Also, dass unser Rezeptionsverhalten schon allein deshalb, weil wir nicht direkt handelnd uns zum Filmgeschehen verhalten, dass das schon ein Argument dafür sei, dass wir das nicht für real halten. Kann man sich ein einfaches Gegenbeispiel ausdenken. Wenn wir einen Live-Bericht von einem Kriegsgeschehen zum Beispiel wahrnehmen, nehmen Sie an, irgendeine Art von Livestream von irgendwelchen Kriegsgeschehnissen, dann verhalten wir uns häufig ja auch nicht handelnd zum dargestellten Geschehen, ne? Obwohl wir es für real halten. Das heißt, die Frage, ob wir uns handelnd oder nicht handelnd zum dargestellten Verhalten, scheint kein Kriterium dafür zu sein, ob wir es für real halten oder nicht. Ne, könnte ja auch sein, wir schauen einen Film, zum Beispiel einen Horrorfilm, in dem es irgendwelche Schleimmonster gibt oder so, und laufen nicht vor dem Schleimmonster davon. Wieso nicht? Naja, möglicherweise, könnte ja sein, ne, man ist irgendwie in einem Zustand, in dem man das dargestellte Horrorfilmgeschehen tatsächlich für real hält. Aber man geht eben nicht davon aus, dass das sich in demselben Raum abspielt, in dem man sich gerade befindet, ne, sodass das Schleimmonster irgendwie Zugang zum eigenen Raum sich verschaffen könnte oder so, sondern man könnte das ja auch einfach rezipieren wie irgendwie ein Livestream von irgendwo anders. Ich meine nicht damit natürlich, dass das unsere normale Schauhaltung ist, aber das ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, scheint mir. Weiterhin spricht sie dann, und hier bezieht sie sich, glaube ich, schon, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf eine Position von Wolfgang Ihser, dass in diesem Nichtrealnehmen, in diesem Nichtrealnehmen, also sozusagen der Überzeugung zu sein, dass das Filmgeschehen nicht real ist, darin bestünde eine handlungsentlastende Einklammerung unserer natürlichen Einstellung gegenüber den fiktionalen Gebilden. Was hier mit Einklammerung unserer natürlichen Einstellung gemeint ist, ich weiß gar nicht genau, ob wahrscheinlich war sich Voss dessen schon bewusst, Ihser sich wahrscheinlich auch. Das scheint mir hier ein indirektes Husserl-Zitat zu sein, ne? Einklammerung der natürlichen Einstellung. So umschreibt eigentlich Husserl das, was er als Epoché, als phänomenologische Epoché beschreibt. Ganz kurz vielleicht dazu. Husserl geht davon aus, dass während wir alltäglich so vor uns hin wahrnehmen, Gegenstände wahrnehmen und so weiter, in dem, was er die natürliche Einstellung nennt, das heißt einfach so, wie wir uns normalerweise wahrnehmend verhalten, würden wir erstmal davon ausgehen, dass all die Objekte, die wir sehen und wahrnehmen, auch tatsächlich real sind. Ne? Wir hätten einen unmittelbaren Seinsglauben in Bezug auf diese ganzen Objekte. Und die Idee ist nun, Husserl spricht da, glaube ich, in Bezug auf fiktionale Gebilde von der sogenannten Neutralitätsmodifikation, wenn ich das richtig im Kopf habe, bin mir aber nicht ganz sicher, dass wir die eben anders als Objekte, die wir so normalerweise wahrnehmen, eben nicht unmittelbar als wahrnehmen, sondern gewissermaßen diese natürliche Einstellung, diese Seinssetzung einklammern und diese Objekte gewissermaßen nur als Phänomene uns präsentieren lassen. Und darauf bezieht sich hier diese Rede von der Einklammerung unserer natürlichen Einstellung. Das Zitat, das da dazugehört, lautet dann wie folgt: Fiktional sind auch Spielfilme, insofern sie uns etwas unter den Bedingungen suspendierter Realitätsüberprüfung als evident darbieten.
Und hier haben wir jetzt zwei unterschiedliche Aspekte in einen Satz, in eine Beschreibung hineingepackt. Ne? Einerseits suspendieren wir, sozusagen sehen wir das Gesehene unter den Bedingungen suspendierter Realitätsüberprüfung. Das heißt, wir glauben nicht daran, dass es quasi im herkömmlichen Sinne real ist. Und gleichzeitig sei es uns aber durch den Spielfilm als evident dargeboten. Hiermit meint Voss offenbar, dass diese kuriose Doppelung, dass wir einerseits zwar nicht glauben, dass das, was da passiert im Film, tatsächlich real ist und es trotzdem aber irgendwie als wirklich erleben. Ne? Man kann sich zum Beispiel vorstellen, man sieht irgendwie ein dramatisches Schicksal sich entwickeln, abspielen oder so. Keine Ahnung, Game of Thrones, Red Wedding oder sowas. Und leidet ganz schrecklich mit bei dem, was da geschieht. Das heißt, es drängt sich einem irgendwie als wirkliches, gefühlsmäßig mitzuempfindendes empfindendes Ereignis auf, obwohl man gleichzeitig der Überzeugung ist, dass es nicht der Fall ist. Also das sind das bedeutet das unter den Bedingungen suspendierter Realitätsüberprüfung. Und diese Einklammerung nun, die enthebe den Organismus von seiner natürlichen Anpassungsfunktionalität, wie es hier heißt, und diese Enthebung reiche bis zur immersiven Erlebnisebene. Das heißt, nicht nur auf der Ebene der bewussten Überzeugungen, ne, wir glauben nicht nur nicht, dass das Dargestellte nicht der Fall ist, sondern das erstrecke sich auch, diese Enthebung von der natürlichen Anpassungsfunktionalität, auf die Ebene des immersiven Erlebens. Was auch immer das genau bedeutet, da wird man, glaube ich, aus dem Text von Voss allein an der Stelle nicht hinreichend schlau. Sie versucht aber jetzt weiter und genauer zu explizieren, was mit diesem als evident, ne, ich hatte das auf der letzten Folie, dass uns die Ereignisse als evident dargeboten werden, was damit eigentlich genau gemeint ist. Das erläutert sie dann weiter auf Seite 71. Da heißt es, Immersion führe eine unhinterfragte Akzeptanz der greifbaren Gegenwart dieses Geschehens mit sich und gleiche so die Distanz erzeugenden Fiktionsmarkierungen des Filmischen als ob auf der Erlebnisebene aus. Ja? Wir haben also einerseits, das ist gemeint, sozusagen die Distanz erzeugenden Fiktionsmarkierungen des Filmischen als ob meinen nichts anderes als diese Enthebung von der Realitätsüberprüfung. Das heißt, wir wissen schon, dass das, was da passiert, nicht wirklich der Fall ist. Und trotzdem erleben wir das in unhinterfragbarer Akzeptanz der greifbaren Gegenwart des Geschehens, ne, auf der Ebene des Erlebens. Und diese Art von Doppelung, ne, wir sind einerseits überzeugt, das ist nicht wirklich der Fall, und andererseits erscheint es uns als wirkliches Geschehen, das sich vor unseren Augen abspielt und uns auch emotional verwickelt. Diese Art von Doppelung kommt in diesem Textstück zum Ausdruck. Man kann sich allerdings fragen, was hier eigentlich genau mit unhinterfragter Akzeptanz genau gemeint ist, wenn es sich dabei nicht um Überzeugungen handeln soll. Na, einerseits erscheint uns, man könnte so sagen, erscheint uns das filmisch Dargestellte als wirklich, obwohl wir gleichzeitig der Überzeugung sind, dass es sich nicht tatsächlich so verhält, wie es uns dargestellt wird. Und die Frage ist jetzt, was ist das eigentlich für ein komischer Zwischenzustand? Ist es ein Überzeugungszustand? Ist es Oder wie genau ist das eigentlich zu explizieren? Auch auf einer phänomenologischen Ebene, wenn man so will. Genau. Weiter heißt es dann bei ihr, man weiß, dass es nur ein Film ist und erfährt zugleich immersiv den Gang der Ereignisse hautnah mit. Ich hatte Ihnen da in einer der vorhergehenden Sitzungen schon vorgeschlagen, dass man hier möglicherweise einfach zwei Ebenen unterscheiden könnte. Einerseits die Ebene der bewussten Überzeugungen und andererseits die Ebene des unmittelbaren wahrnehmungsmäßigen Erlebens und dass die sozusagen zumindest in gewisser Weise divergent sein können. Ich hatte das verdeutlicht am Beispiel von VR-Erfahrungen, wenn Sie so eine VR-Brille aufhaben und dann irgendwie in einer virtuellen Umgebung vor sich hin navigieren oder irgendwas machen, dann haben Sie einerseits wahrnehmungsmäßig unmittelbar den Eindruck, dass dasjenige, was um Sie herum passiert ist, wirklich ist, während Sie aber zugleich die Überzeugung besitzen, dass diese Objekte, die Ihnen da präsentiert werden, nicht unabhängig sozusagen von dieser VR-Simulation tatsächlich auch da draußen in der Welt existieren. Und man könnte sich fragen, findet nicht sowas Ähnliches auch bei der Filmerfahrung statt? Findet das nicht da statt? Oder ist das nochmal was anderes? Müsste man aber nochmal eingehender diskutieren.
Damit komme ich jetzt zum zweiten Punkt, und zwar zu Immersion als Einfühlung. Und zwar bezieht sich Foster auf die Einfühlungstheorie von Theodor Lips. Ich selbst war gar nicht so vertraut mit der Einfühlungstheorie von Theodor Lips, muss ich gleich vorweg schicken, und habe mich etwas verloren jetzt in der Vorbereitung, auch in der Lektüre von Lips, weil das tatsächlich sehr, sehr interessant ist, aber mir auch relativ kompliziert zu sein scheint. Also wenn man bei Lips genauer nachliest und in unterschiedlichen Werken nachliest, was genau er eigentlich unter Einfühlung verstanden wissen wollte, dann scheint es ein sehr, sehr schillernder, sehr weiter Begriff zu sein, der nicht so einfach auf den Punkt zu bringen ist. Jedenfalls meint Voss, quasi Lips, meint Voss, dass Lips zufolge das Ästhetische die Möglichkeit eröffne, eines sich selbst Erlebens im anderen, und dieses sich selbst Erleben im anderen, das bezeichne er als Einfühlung. Ich habe ihn jetzt hier einfach als Lesefrüchte sozusagen bei meinem Versuch, Lips Einfühlungstheorie meinerseits nachzuvollziehen, ein paar Zitate mitgebracht. Ich habe es auch noch mal ein bisschen runtergekürzt, damit es nicht gar zu viel wird. Da heißt es bei Lips, das ist aus der Ästhetik, die auch von Voss zitiert wird. Dieses Zitat findet sich aber nicht in ihrem Aufsatz. Da heißt es, und das ist jetzt Lips, ein von mir verschiedener sinnlicher Gegenstand drückt etwas Innerliches oder Seelisches aus. Es ist deutlich, die Freude kann ich nicht sehen, nicht hören, sondern nur in mir erleben oder fühlen. Und liegt nun die Freude für mich in einem Sinnlichen, das ich sehe, oder drückt ein Sinnliches, eine Gebärde etwa diese Freude aus, so kann dies nichts heißen als ich fühle mich in dieser Gebärde oder ich bin in sie eingefühlt, wie Lips sagt. Seine Idee scheint offenbar zu sein, dass im Prozess der Wahrnehmung so etwas stattfindet. Er redet da auch von einem Prozess der Übertragung, dass bestimmte Charakteristika, die eigentlich nur dem Bewusstsein selbst, sozusagen in Bezug auf sich selbst vertraut sind, auf Objekte übertragen werden. Ne? Und die werden dann als Merkmale dieser Objekte wahrgenommen, obwohl sie auf so einer Übertragung basieren. Das heißt, Einfühlung ist für Lips immer eine Form der Übertragung von bestimmten Merkmalen, die aus dem Bewusstsein selber vertraut sind, auf Objekte der Außenwelt. Hier am Beispiel der Gebärde veranschaulicht, ne? Wenn Sie eine bestimmte Freudengebärde sehen, weiß ich nicht, wie eine Freudengebärde aussieht, irgendwie emporgerissene Arme oder sowas. Oder ein Lachen oder irgendwie so, dann sehen Sie unmittelbar gewissermaßen die Freude in der Gebärde. Aber Lips meint, die können Sie natürlich nicht unmittelbar sehen, diese Freude, sondern Sie legen die gewissermaßen aus sich selbst in diese Gebärde hinein, aber nicht bewussterweise. Ne? Es handelt sich nicht um eine bewusste Interpretation der Gebärde, sondern die Gebärde scheint für Sie gewissermaßen objektiv diese Freude zu beherbergen. Ne, die Freude liege in der Gebärde. So beschreibt er gewissermaßen aus einer phänomenologischen Perspektive, wie man sagen kann. Lips spricht auch an anderer Stelle, das ist jetzt ein Text, den Voss nicht zitiert hat. Ich glaube, das heißt einfach, wie heißt der nochmal? Mist, habe ich jetzt nicht hier mit aufgeschrieben. Ich glaube, einfach nur zur Einfühlung. Müssen wir nochmal schauen. Ich schaue es Ihnen nochmal nach und stelle Ihnen den Link unten in die Videobeschreibung. Da spricht Lips auch in Bezug auf diese Merkmale, die den Objekten scheinbar als solchen zukommen, die aber auf Einfühlung beruhen, von eingefühlten Bestimmtheiten. Und auch dazu habe ich Ihnen noch ein paar Zitate mitgebracht. Da heißt es dann, diese eingefühlten Bestimmtheiten seien in Wahrheit gar nicht Bestimmtheiten der Gegenstände an sich, meint er sozusagen, sondern Bestimmtheiten meiner, das heißt des denkenden Subjekts. Hier haben wir wieder diese Idee der Übertragung. Ne? Das Subjekt hat bestimmte Merkmale, die es dann auf Gegenstände überträgt. Es wird gleich auch noch deutlicher werden, wie Lips das eigentlich meint. Und die eingefühlten Bestimmtheiten seien Bestimmtheiten der Gegenstände nicht an sich, habe ich gerade schon gesagt, sondern nur für mich, den die Gegenstände denkenden und auffassenden. Das heißt, er operiert, also Lips operiert hier mit so einer Art kantischer Unterscheidung zwischen Dingen an sich und Erscheinungen, ne, wie die Objekte in meiner Wahrnehmungsperspektive erscheinen. Und als aufgefasste Objekte, so meint er, besitzen die bestimmte Merkmale, die eigentlich auf solchen Übertragungsleistungen basieren.
Weiter heißt es dann, für mich heißt hier nicht aus einer beliebigen Laune oder Fantasie heraus an die Gegenstände nur einfach hingedacht. Das heißt, es geht nicht um eine bewusste Interpretation. Man interpretiert nicht, sozusagen bewussterweise auf der kognitiven Ebene, ah, das drückt jetzt dies und das aus, sondern man erlebt unmittelbar, ne, diese Art von Merkmal, diese eingefühlten Bestimmtheiten an den Objekten, sondern dass die Bestimmtheit in dem Gegenstande liege und ihm zugehöre für meinen Eindruck. Das heißt, in der Erscheinung, so wie sie mir erscheint, liegt unmittelbar diese eingefühlte Bestimmtheit und die geht aber zurück, wie Lipp sagt, auf einen Prozess der Übertragung. Es handelt sich einerseits also um einen unmittelbaren Eindruck, wie Lipp sagt, der aber auf so einen Prozess der Übertragung beruhe. Ich habe Ihnen hier auch ein Beispiel mitgebracht, das häufig in so einem Zusammenhang benutzt wird. Das ist eine Studie, die Heider und Simmel 1944 durchgeführt haben. Ich lasse es einfach mal im Hintergrund laufen. Hier werden Sie gleich unterschiedliche Objekte sehen, genau, und das soll jetzt gewissermaßen diese Lippsche Theorie der Einfühlung verdeutlichen. Ich lasse es mal einfach laufen, während ich vorlese, wie Voss jetzt weiter Lipps Theorie der Einfühlung beschreibt. Projektive Einfühlung beschränkt sich nicht auf den Kontakt zwischen Lebewesen, meint jetzt Voss in Bezug auf Lipps, ne? Sozusagen, er bezieht seine Theorie der Einfühlung nicht nur auf Lebewesen, tut er aber auch, ne, wenn wir zum Beispiel eine Geste sehen oder so und uns in die einfühlen, dann nehmen wir die zum Beispiel als Ausdruck von Freude wahr oder so, und zwar unmittelbar. Lipps zufolge haben auch Farben, Formen, Klänge, Räume und Dinge eine Bewegungsrichtung, ein Gewicht, Atmosphären, taktile Dimensionen, die wir allesamt kinästhetisch nachempfinden und daher mit einer Innerlichkeit ausstatten können, die unserer eigenen entspricht. Und das sehen Sie auch eben in diesem kurzen Video von Heider und Simmel, dass die, das Video ist hier über mir wahrscheinlich, dass sie diese Objekte, die sie hier sehen, dieses Dreieck und diesen Kreis, unmittelbar, ne, sie interpretieren nicht. Zumindest ist das die Art und Weise, wie häufig diese Studie interpretiert wird und ausgewertet wird, obwohl man auch darüber diskutieren kann. Sie haben nicht das Gefühl zu interpretieren, bestimmte emotionale Zustände in diese Objekte hinein, sondern sie nehmen die unmittelbar als mit bestimmten, quasi eingefühlten Qualitäten versehen wahr. Eine eigenständige Lebendigkeit werde greifbar als kinästhetisch wahrnehmbare Erscheinung. Ein anderes Beispiel hierfür, was ich auch sehr charmant und interessant finde, ist so ein IKEA-Werbespot von 2002. Da sieht man eine Lampe, die zunächst, glaube ich, von einer Person, sozusagen so eine Schreibtischlampe, die wird irgendwie von einer Person aus einem Zimmer herausgetragen und auf die Straße gestellt, damit sie irgendwer mitnehmen soll. Und dann sieht man quasi die Lampe so mit geknicktem Kopf gewissermaßen. Man interpretiert unmittelbar da bestimmte Gefühlsqualitäten hinein, im Regen stehen und alleine dort stehen gelassen werden und so weiter. Und am Ende kommt noch eine witzige Pointe. Und dieser ganze Werbespot basiert eigentlich auf dem Umstand, dass Menschen dazu neigen, sich in dieser Weise, wie Lipps sie dann damals schon beschreibt, in Objekte einzufühlen. So. Die Grenze von Lipps Einfühlungsansatz nach Voss bestehe dann in Folgendem. Das lese ich Ihnen kurz vor. Die Selbstständigkeit, mit der filmische Figuren zu handeln und sich zu bewegen scheinen, sowie der Eindruck von intentionaler Mentalität, statten das Filmgeschehen mit einer Lebendigkeit aus, also wenn wir einen Film sehen, in dem unterschiedliche Charaktere miteinander interagieren oder so, welche die rein kinästhetische und somit vorsemantische Form von einfühlender Lebendigkeit überschreitet. Die These ist also, und das müsste man bei Lipps nochmal genauer nachprüfen, dazu hatte ich jetzt nicht genug Gelegenheit, dass Lipps behauptet, dass diese Ebene der Einfühlung, von der er spricht, sozusagen, dass die nur reicht bis zu so einem sehr, sehr unmittelbaren Einfühlen in Gesten oder in bestimmte Bewegungen, Richtungen, Formen und so weiter. Aber dass die zum Beispiel nicht die Art und Weise betrifft, wenn wir uns in das Denken einer anderen Person einfühlen. Ne, dass es da irgendwie eine Grenze gäbe, sobald wir irgendwie kognitiv überlegen müssen, was bei einem anderen oder so bei einer anderen der Fall ist, dann falle das schon nicht mehr unter die Einfühlung. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob Lipps das tatsächlich so streng voneinander unterscheidet. Tatsächlich in dem Text, den ich von Lipps gelesen habe, ist er auch relativ kritisch gegen die Idee, dass es sich dabei nur um kinästhetische Wahrnehmungen handelt.
Aber das müsste man auch nochmal genauer nachvollziehen, inwiefern Voss selber da Lips adäquat darstellt. Und dazu hatte ich jetzt leider nicht hinreichend Gelegenheit. Hier heißt es dann weiter, assoziative Bezüge zu anderen Werken oder auch zu lebensweltlichen Zusammenhängen herzustellen, fällt für Lips bereits unter die Kategorie des intellektuellen, nicht mehr ästhetisch einfühlenden Verhaltens. Lips unterscheidet tatsächlich relativ streng zwischen der unmittelbaren Symbolik, nennt er das, die wir in Bezug auf die Einfühlung in ästhetische Werke haben, und dem, was er dann die Symbolistik nennt. Das ist quasi alle kompliziertere kognitive Interpretation oder sowas von einem Kunstwerk. Und er meint, wenn sobald wir quasi komplizierter kognitiv interpretieren, haben wir es mit Symbolistik zu tun und dann schon nicht mehr mit dieser Art von unmittelbarer Einfühlung. Ein Problem grundsätzlich an so einer strengen Unterscheidung zwischen kinästhetischer und intellektueller Einfühlung besteht immer darin, dass man sich fragen muss, wo genau eigentlich die Grenze verläuft zwischen dem, was man als kinästhetische, unmittelbare, gefühlige Einfühlung und dem, was man dann quasi als umständliche, kognitive Einfühlung bestimmt. Das scheint gar nicht so scharf und gut voneinander zu trennen zu sein. Wenn Sie zum Beispiel sowas nehmen wie die Gebärde oder die Geste der Freude, kann man sich fragen, sind nicht auch die zum Beispiel irgendwie kulturell überformt und bedürfen irgendwie der Einlebung in bestimmte kulturelle Praktiken oder so, um die unmittelbar in einer bestimmten emotionalen Art und Weise zu sehen, sich in sie einzufühlen. Sobald dies der Fall wäre, wäre es schon relativ schwer, quasi hier diese Unterscheidung so klar zu ziehen. Ein anderer Aspekt, den Voss dann hervorhebt in Bezug auf die Interpretation von Lips, ist der Umstand, dass Lips in Bezug auf die Kunstwerke sowas sagt, wie: Wenn ich ein Kunstwerk ästhetisch rezipiere, dann würde ich mich befreien von meinem alltäglichen realen Selbst. Ich lese da das Zitat vor, das ich auch bei Voss im Text finde. Da heißt es: Bin ich von meinem realen Ich frei und frei von dem, das außerhalb des ästhetischen Objekts liegt, bin ich ganz in ihm, dann verwirklicht sich in ihm meine ganze Kraft der Auffassung und Bewertung. Und Voss kommentiert dazu, das sich einfühlende Ich, so lässt sich der von Lips artikulierte Gedanke auf die Situation der Immersion in den Film übertragen, verliert während dieser hingebungsvollen Versenkung beispielsweise seine eigene Geschichtlichkeit und lebensweltliche Verortung, wird also durch die Immersion irrealisiert. Also Lips scheint durchaus davon überzeugt zu sein, dass in Bezug auf die ästhetische Erfahrung so eine Art von Ich-Verlust stattfindet. Allerdings scheint mir das nicht unmittelbar mit seiner Theorie der Einfühlung verknüpft zu sein. Also, soweit ich das gelesen habe, ist es quasi eigentlich ein eigenständiger Aspekt. Und Einfühlung als solche setzt eigentlich nicht voraus, dass wir uns quasi komplett in der Sache verlieren. Es gibt in Lips Einfühlungstheorie noch eine andere Stelle, an der er quasi von der Einheit oder von der Einheit von Subjekt und Objekt spricht in Bezug auf die Einfühlung, aber die besteht seiner Ansicht nach nur darin, dass quasi das Objekt, als Erscheinungsobjekt irgendwie vom Subjekt in der Einfühlung durch Übertragung konstituiert wird, ne? Indem das Subjekt selbst oder das Bewusstsein bestimmte Merkmale, die es selbst hat, auf das Objekt überträgt, meint Lips, gibt es so eine Art von Einheit zwischen dem Objekt als von dem Subjekt konstituierte Erscheinung und dem Subjekt selbst. Aber das scheint auch was anderes zu sein. Deswegen wäre ich an der Stelle, würde ich zumindest mal ein Fragezeichen dran machen und nochmal genauer bei Lips nachschauen. Also wenn irgendwer sich damit nochmal befassen will, findet sich auch der Link zu dem Lips-Text in der Videobeschreibung. Interessant fand ich hieran aber den Umstand, den wir auch schon manchmal in Bezug auf Immersion hier thematisiert hatten, und zwar die Idee, und das findet sich tatsächlich auch bei Lips, hatte ich auch vorhin gesagt, in seiner Ästhetik, dass bei gelungener Immersion so etwas wie eine Virtualisierung der Umgebungswirklichkeit stattfinden kann. Ich glaube, auch bei Csikszentmihalyi hatten wir diesen Aspekt schon hervorgehoben, und der findet sich tatsächlich auch an der entsprechenden Stelle bei Lips. Genau. Weiter dann im Text von Voss heißt es, wir beseelen Dinge wie Texte und Bilder auch dadurch, dass wir ihnen Geist zuschreiben, aber das ist eine andere Form der Einfühlung als die ausschließlich bei Lips thematisierte kinästhetische. Hier meint sie eben, es gibt eine Einfühlung, eine Beseelungseinfühlung von Texten und Bildern, die über diese Form der Einfühlung von Lips hinausgeht. Müsste man, wie gesagt, nochmal bei Lips genau nachschauen, wie er die Unterscheidung genau macht von kinästhetischer und kognitiver Einfühlung.
Ich hatte ein bisschen den Eindruck, aber wie gesagt, dazu kenne ich mich bei Lips nicht genug aus, dass man da auch Vossens Rekonstruktion möglicherweise stellenweise noch kritisieren könnte. Und der andere Aspekt, den ich auch noch anmerken wollte, ist, dass Lips selbst eine zu starke Fokussierung auf die Kinästhesie in Bezug auf die Einfühlung auch explizit kritisiert. Und das müsste man sich auch nochmal genauer anschauen. Ja, Voss kommt dann zu dem Schluss, dass Immersion als Absorption verstanden, hatten wir vorhin schon gesagt, von sich aus indifferent gegenüber den Unterschieden zwischen somatischen, affektiven oder kognitiven Aktivitäten zu sein scheint. Hiermit meint sie dann, dass Lips Konzeption von Einfühlung etwas zu eng sei, ne? Weil auch diese ganzen kognitiven Dimensionen der Immersion eigentlich nicht notwendigerweise im Wege stehen, sondern sie zum Teil sogar noch befördern können. Okay, kommen wir zur zweiten Theorie, die von Voss diskutiert wird, und zwar Immersion als Weltensprung. Und da bezieht sie sich, wie gesagt, auf Ryan. Und Ryans Idee ist, dass Immersion eine Art von Sprung ist, und zwar aus der perspektivischen Zentrierung innerhalb der realen Welt hinüber in eine andere. Was ist hier gemeint mit perspektivischer Zentrierung innerhalb der realen Welt? Wir kommen gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ich hoffe, das nächste Zitat verdeutlicht es auch schon ein bisschen. Da heißt es: Während sich zunächst der empirische reale Weltenraum mit seinen physikalischen Gesetzmäßigkeiten um uns herum schließe, also hier in dem Fall zum Beispiel, hier der reale physische Weltenraum schließt sich um mich herum. Genau, das ist quasi im normalen, im natürlichen Zustand der Fall, krümme sich beim immersiven Übergang in einen Film dessen fiktionaler Raum so um uns, dass nun dieser temporär begrenzt zur maßgeblichen Umwelt für unsere darauf bezogenen Einschätzungen und Ableitungen werden könne. Die Idee ist also, dass wir normalerweise im Alltag, wenn wir so vor uns hinleben, mit unserer Aufmerksamkeit, ne, auch hier geht es natürlich um Aufmerksamkeitsphänomene, und worauf liegt genau die Aufmerksamkeit und die Fokussierung der Aufmerksamkeit, sind wir zentriert oder irgendwie fokussiert auf den realen Weltenraum und die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die in dem so gelten. Wenn wir aber dann immersiv uns verstricken, dann verschwindet gewissermaßen dieser aufgeblendete Umgebungsraum aus unserer Aufmerksamkeit, und stattdessen trete an diese Stelle die fiktionale Welt, und zwar für die Zeit des immersiven Erlebens, beispielsweise eines Films. Und Ryan spricht hier auch von einem Modus der Rezentrierung. Ne, wenn wir normalerweise auf die Realwelt zentriert sein mit unserer Aufmerksamkeit, so können wir im Zuge quasi von so einer Immersionserfahrung uns rezentrieren auf diese da dargestellte Wirklichkeit. Da habe ich auch ein längeres Zitat so mitgebracht, was ich, glaube ich, bei vielen von Ihnen auch in den Aufgabenbearbeitungen mit einem Fragezeichen versehen fand, so wie: Was soll dieser Satz überhaupt heißen? Deswegen habe ich ihn nochmal in voller Länge mitgebracht, damit wir ihn gemeinsam uns erschließen können. Da heißt es: Bei fiktionaler Immersion prädizieren wir den projektiv stets ergänzten Ereignissen und Figuren auf der Leinwand oder dem Bildschirm auch ganz direkt eine aktuell erfahrbare, lebendige Faktizität, die nicht mit der vermeintlichen Faktizität der Referenten identisch ist. Okay, lesen wir nochmal diesen Satz. Bei fiktionaler Immersion prädizieren wir den projektiv stets ergänzten Ereignissen und Figuren auf der Leinwand oder dem Bildschirm auch ganz direkt eine aktuell erfahrbare, lebendige Faktizität. Damit ist gemeint, glaube ich, nichts anderes als der Umstand, der gerade auch schon thematisiert war. Wir einerseits sagen, erleben wir die selber als lebendige Wesen, und zwar, das prädizieren wir, also urteilen wir über die, und zwar unmittelbar auf der Ebene des Erlebens. Und wir verorten die auch in einer eigenständigen Welt, ne, in einer irgendwie imaginierten, fiktiven Welt, in der sich diese Figuren und Ereignisse abspielen und aufhalten. Dabei, so Ryan, schlagen wir gerade Profit aus der Tatsache, dass wir normalerweise die erlebbare Aktualität von Seiendem indexikalisch definieren. Die Idee ist, dass wenn wir normalerweise in der Welt unterwegs sind und irgendwas sehen, dann definieren wir die Aktualität dessen, was es tatsächlich gibt, quasi als in einem kausalen oder irgendwie einheitlichen Weltzusammenhang stehend. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel irgendwie müde sind oder so,
Und sie haben das Gefühl, da schwebt doch irgendwas etwas in der Luft. Sie sind noch völlig etwas benommen, zu wenig geschlafen, zu viel geschlafen, was auch immer, und haben irgendwie das Gefühl, da schwebt ein Objekt in der Luft, und sie greifen dahin, dann merken sie, ah, da ist gar kein Objekt in der Luft, das ist nur irgendwie eine Täuschung, weil ich noch zu müde bin, irgendwie so eine visuelle Täuschung. Dann erscheint ihnen das, was sie da sehen, nicht mehr als wirklich, weil es quasi nicht in den Zusammenhang, in den raumzeitlichen Zusammenhang der Realwelt gehört, quasi der irgendwie kausal geschlossen ist. Das besagt, weil die Dinge nicht nur intentional, sondern auch kausal auf uns einwirken, erfassen wir sie als reale. Ja, weil die irgendwie in diesem kausalen Verbund miteinander und mit uns stehen. Und uns nicht nur intentional als Objekte gegeben sind. Ich glaube, das soll dieser Satz hier heißen. Die filmimmanente indexikalische Basis ist aber gerade nicht identisch mit der unserer physikalischen Lebenswelt. Das heißt, wir fingieren gewissermaßen beim Filmschauen, so die Idee von Ryan, eine eigenständige Welt mit einem eigenen Index. Ja, die hat sozusagen die hat einen eigenen Index und eine eigene vermeinte fiktive irgendwie Geschlossenheit und Kohärenz, diese Welt. Und ist insofern nicht identisch mit unserer physikalischen Lebenswelt, auch wenn die fiktionalen Zeichen und Bilder ihrer materiellen Genese nach sehr wohl in kausalen Relationen dazu stehen. Damit ist nur gemeint, dass wenn wir zum Beispiel einen Spielfilm haben mit realen Schauspielern, also mit lebenden Menschen, wie wir früher als Kinder gesagt haben, ein Film mit lebenden Menschen, dann gibt es natürlich diese lebenden Menschen, die als Schauspieler bla 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 dafür gesorgt haben, dass es diese Filmaufnahmen gibt. Insofern stehen die ihrer materiellen Genese nach sehr wohl in kausalen Relationen zu der physischen Welt, die real ist. Aber wenn wir das dann sehen, den Film, ne, dann sehen wir nicht mehr diesen Zusammenhang. Wir sehen gewissermaßen nicht die realen, die lebenden Menschenpersonen, die die realen Schauspieler sind, die da spielen, sondern wir sehen dann die dargestellten Charaktere in den dargestellten Zusammenhängen, in denen sie sich bewegen und so weiter. Und nichts mehr ist, glaube ich, mit diesen Sätzen gesagt. Ryan unterscheidet dann auch noch weiter zwischen zwei unterschiedlichen Arten, mit Dingen umzugehen, die nicht der Fall sind. Und das fand ich relativ interessant. Und zwar unterscheidet sie da zwischen kontrafaktischen, mit unserem Umgang. Sie unterscheidet zwischen unserem Umgang mit kontrafaktischen Annahmen. Also, wenn ich zum Beispiel irgendwas imaginiere, was nicht der Fall ist, nehmen Sie an, ich imaginiere mir jetzt irgendwie, dass die Decke in meinem Zimmer rot ist oder blau oder so, obwohl sie de facto weiß ist oder mal war. Dann ist es eine kontrafaktische Annahme. Ja? Und in Bezug auf die stellt Ryan jetzt Folgendes fest: Kontrafaktische Annahmen fungieren als Teleskope, wie sie sagt, während die Fiktion wie ein Raumfahrzeug funktioniert. Was ist hier die Idee? Das wird aus dem Zitat allein geht es nicht hervor. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Decke hier blau ist oder rot, dann bin ich weiterhin gewissermaßen meiner Aufmerksamkeit nach primär in der Realwelt, in der Realsituation befindlich, in der ich mich tatsächlich befinde, ne? Und fokussiere gewissermaßen diese kontrafaktische Annahme, wie mit einem Teleskop schaue ich mir die aus der Ferne an. So ein bisschen ist die Idee. Während ich bei der Fiktion, wie mit einem Raumfahrzeug, so ist die Idee, meine Aufmerksamkeit rezentriere auf diese fiktive Welt hin, ne? So als würde ich dann die Welt aus dieser fiktiven Welt heraus erleben, als wäre meine Aufmerksamkeit primär auf diese fiktive Welt fokussiert. Heißt es dann weiter im Text, im Teleskopmodus bleibt das Bewusstsein in seiner ursprünglichen Realität verankert. Also ich bleibe hier in meiner Realität mit meiner Aufmerksamkeit verankert und beziehe mich nur wie aus der Ferne auf eine andere Möglichkeit, die tatsächlich nicht der Fall ist. Im Raumfahrtmodus verlagert sich das Bewusstsein selbst in eine andere Welt und organisiert das gesamte Universum des Seins um diese virtuelle Realität herum. Ist also als wäre quasi diese virtuelle Realität wie so ein eigenständiger Raum, in dem man sich für eine Weile aufhalten kann, um den herum dann die reale Welt aufmerksamkeitsmäßig konstelliert sei. Ich nenne diesen Schritt, und das ist ein Zitat von Ryan selbst, ne? Ich nenne diesen Schritt Rezentrierung. Soweit fiktionale Welten objektiv gesehen nicht aktuelle mögliche Welten sind, bedarf es der Rezentrierung, um sie als wirklich zu erfahren. So, also die Idee, die Rezentrierung meines Bewusstseins erlaube es mir, eine nicht aktuelle mögliche Welt als wirklich zu erfahren, obwohl ich zugleich nicht glauben muss, dass es der Fall ist. Ne? Wir haben also auf der einen Seite
das Überzeugungssystem und auf der anderen Seite dann diese Ebene des Erlebens, auf der dann etwas anderes als das, was tatsächlich der Fall ist, als wirklich erlebt werden kann. Und das wird eben bei Ryan über so mögliche Welten konzeptualisiert. Und das Bewusstsein lokalisiere sich im Fall der Immersion, also in der fiktiven Welt, nicht außerhalb ihrer, wie bei kontrafaktischen Annahmen. Ja, damit kommt dann Voss zur Kritik an Lips und Ryan. Und zwar wie folgt, zitiere ich auch, Seite 79, eine vollständige Selbstentleerung des Ichs in eine Fiktion hinein, wie zuvor bereits ausgeführt, ist, wie zuvor bereits ausgeführt, ebenso wenig möglich wie eine vollständige Relokalisierung des eigenen Selbst. Das ist jetzt jeweils die Kritik, die Voss an beiden Positionen kritisiert, weil, die sie nicht kritisiert, sondern das ist die Kritik, die sie an diesen beiden Positionen übt, dass die beide zu suggerieren scheinen, dass der Kontakt zu der Primärrealität quasi gänzlich verloren geht. Ne, bei Lips war das so formuliert, als das reale Ich geht verloren und ich bin dann ganz in dem ästhetischen Werk, wenn ich das immersiv erlebe. Bei Ryan, ich habe mein Bewusstsein gewissermaßen ganz aus der Hier- und Jetzt-Welt rezentriert auf die fiktive Welt. Und das kritisiert Voss nun, weil wir trivialerweise unsere diesseitige Verortung, Lebenserfahrung und Leiblichkeit auch vor Filmen nicht abstreifen können. Unsere physisch-geistige Leiblichkeit bleibt die unhintergehbare materielle und transzendentale Bedingung jeglicher Erfahrung, auch der ästhetischen. Das heißt, wir bleiben natürlich immer, auch wenn wir einen Film schauen, zum Beispiel Rückenschmerzen haben, spüren wir weiter die Rückenschmerzen und so weiter. So weit geht der Ego-Verlust dann doch nicht. Und das ist quasi der Punkt, den Voss hier an Lips und Ryan kritisiert. Obwohl man natürlich hier nochmal an Lips und Ryan die Rückfrage auch stellen könnte, ob sie das nicht ohnehin zugestehen würden. Aber das können wir jetzt im Moment nicht machen. Kommen wir zum vierten und vorletzten Punkt, und zwar zum Punkt Immersion und das Imaginäre. Hier bezieht sich Voss, wie gesagt, auf Ideen von Wolfgang Ieser. Und Ieser fängt damit an, dass er quasi statt von einer Opposition von realer Welt und realem und fiktivem auszugehen, geht er von einer Trias aus, das ist unterschiedlich, mitunter glaube ich auch lacanianisch inspiriert, aber nicht nur, und zwar von einer Trias von realem, fiktivem und imaginärem. Das klingt jetzt erstmal reichlich abstrakt und es wird auch aus dem Text selbst nicht ganz klar, nicht an jeder Stelle gleich klar, was hier gemeint ist, deswegen habe ich auch nochmal bei Ieser versucht nachzulesen, sofern mir das möglich war, und zwar ging es vor allem um die Frage, also für mich um die Frage, was genau versteht eigentlich Ieser unter dem Imaginären, weil das aus dem Text selber nicht so ganz deutlich hervorgeht oder mir zumindest nicht ganz deutlich hervorzugehen schien. Und zwar definiert Ieser das Imaginäre als ein in sich selbst unbestimmtes und gegenstandsloses Vermögen, das ist jetzt noch ein Voss-Zitat, das offen ist für die Prägung medialer Vorgaben und eine Aktualisierung latenter Bedeutungsstrukturen fiktionaler Gebilde leiste. Das heißt, das Imaginäre bezeichnet letzten Endes, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach sowas wie Fantasie oder das, was man sonst als Einbildungskraft beschrieben hat. Es heißt, es ist ein Vermögen, ein Potenzial, was bewusste Subjekte, also bewusste menschliche Subjekte auf jeden Fall besitzen, etwas zu imaginieren, könnte man sagen. Ne? Das Imaginäre ist das Vermögen des Imaginierens. Und wie genau hat man sich das nun im Einzelnen vorzustellen? Auch dazu nochmal ein Zitat von Voss. Was in Texten oder Filmen über Akte des Fingierens, das heißt durch Selektion und Kombination zu einer Sinneinheit konstelliert ist, muss Ieser zufolge stets vom Rezipienten um systematisch Ausgelassenes zu einer imaginären Gestalt ergänzt werden. Hier sehen wir jetzt, wie das Ganze funktioniert bei Ieser, und sofern ich das verstanden habe, ist die Idee, das Fiktive bezeichnet gewissermaßen den Film selbst als physisches Produkt oder als Zeichensystem oder auch einen Text als Zeichensystem. Und dieses Fiktive leitet gewissermaßen die Imagination an, aber es schreibt sie nicht vollständig vor. Ne, man muss immer, der Rezipient, die Rezipientin ist immer dazu genötigt, imaginativ, imaginär allerlei Dinge zu ergänzen. Und das tut sie oder er nicht bewusst, sondern unmittelbar beim Schauen des Films. Ja, sozusagen, da wird eine ganze Welt, oder was heißt eine ganze Welt? Das wird später auch noch von Voss in Frage gestellt. Jedenfalls werden sehr, sehr viele Dinge ergänzt.
Besonders einfach oder besonders deutlich lässt sich das an der Lektüre von Romanen verdeutlichen. Wenn Sie einen Roman lesen oder so, dann steht da ja nicht jedes Detail in Bezug auf jeden Charakter genau ausgeschildert, sondern allerlei Dinge sind Ihrer Imagination überlassen und müssen auch durch Sie imaginativ ergänzt werden. Das heißt, Sie haben einerseits die Fiktion vor sich liegen, den Text, der Ihnen quasi einen Spielraum von Möglichkeiten bietet, ihn imaginativ auszufüllen, und das Imaginäre ist genau diese regelgeleitete oder durch die Fiktion angeleitete Ausfüllen, imaginative Ausfüllen dessen, was die Fiktion vorgibt. Da habe ich Ihnen dann auch noch drei Zitate von Isa selbst mitgebracht, die sich auch nicht in dem Text von Voss finden. Da heißt es: In der Lektüre fiktionaler Texte müssen wir uns deshalb immer Vorstellungen bilden, weil die schematisierten Ansichten des Textes uns nur ein Wissen davon bieten, über welche Voraussetzungen der imaginäre Gegenstand erzeugt werden soll. Das heißt, die Erzeugung des imaginären Gegenstandes ist eben Aufgabe der Leserinnen und Leser beim Lesen des Textes. Das heißt, diese aktive Dimension der imaginativen Ergänzung, die wird von Isa hier betont. Interessant ist daran, dass man auch in Bezug auf, wenn Sie ein bisschen Phänomenologiekenntnisse haben, aber nicht nur Phänomenologie, es reicht auch sozusagen allgemein unserer Wahrnehmung schon genauer zugesehen zu haben, hatte, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, sobald Sie irgendwelche Objekte wahrnehmen, ne, spielt auch das Imaginäre oder die Einbildungskraft insofern eine Rolle, als Sie beispielsweise, wenn Sie irgendwie ein Objekt sehen oder anfassen oder so, sehen Sie ja zum Beispiel nur die Vorderseite eines Objekts, aber imaginativ aufgeblendet oder mitvergegenwärtigt sind auch die Rückseite des Objekts, die materielle Füllung des Objekts, sozusagen all solche Dinge werden auch mit wahrgenommen oder sind in der Wahrnehmung offenbar irgendwie mitgegeben, obwohl sie offenbar auf irgendeine Art von subpersonaler Imaginationsleistung zurückgehen. Okay, aber das nur am Rande. Soll aber zeigen, sozusagen, inwiefern hier Isa davon ausgehen kann, dass das Reale, das Fiktive und das Imaginäre irgendwie zusammenspielen. Weiter heißt es dann in diesem Text von Isa: Imaginär ist dieser Gegenstand insofern, als er nicht gegeben ist, sondern in der Vorstellung des Empfängers durch die Symbolorganisation des Textes hervorgebracht werden kann. Und das letzte Zitat schließlich, da heißt es, ist aus der englischen, ich hatte leider nur die englische Übersetzung zur Verfügung: By opening up play spaces, the fictive compels the imaginary to take on a form, while at the same time acting as the medium for its manifestation. Also nochmal dasselbe: Das Fiktive oder das Fiktive eröffnet Möglichkeitsspielräume, die das Imaginäre dazu bringen, eine bestimmte Form anzunehmen, und gleichzeitig sind sie aber auch das Medium, durch das sich die Manifestation dieser Form ereignet, wie man das etwas pathetisch oder dramatisch formulieren kann. Okay, da habe ich noch ein Zitat mitgebracht aus dem Voss-Text. Da heißt es dann: Im Imaginären mündet demzufolge der Prozess eines immersiven Engagements angesichts eines zeichenhaft operierenden Mediums wie der Literatur oder dem Film. Dabei wird ein bezogenes Erfahrungswissen mit fantasiehaften Abweichungen anhand der Materialkonstellation der medialen Vorlage zu einer imaginären Darstellungsform eigener Realität und Intentionalität transformiert. Besagt tatsächlich nur dasjenige, was ich jetzt in Bezug auf Isa schon gesagt hatte. Damit kommen wir jetzt abschließend zu Vossens Fazit. Zum einen nochmal rekapituliert sie nochmal die Kritik an Lips und Ryan. Werden bei Lips kinästhetische Nachahmung und bei Ryan der modallogische Referenzwechsel auf Kosten anderer Formen von Immersion einseitig hervorgehoben? Das hätte ich allerdings im Text noch ein bisschen genauer gerne noch dargestellt gesehen. So ist das unbestimmte Imaginäre bei Isa eine offenere Kategorie, welche die beiden anderen und auch noch weitere bisher ungenannte Ausformungen von Immersion ergänzend an die Seite gestellt werden können. Wir hätten also einerseits jetzt, so scheint der Vorschlag zu sein, das Imaginäre steht quasi im Zentrum als dieses diffuse Vermögen der Imagination. Daneben sollen jetzt sozusagen der modallogische Referenzwechsel und die kinästhetische Nachahmung noch sozusagen unterschiedliche Aspekte oder unterschiedliche Arten oder Ausformungen von Immersion darstellen. Und Voss eigener Vorschlag lautet dann wie folgt: Die narrative filmische Struktur fungiere als aussagbare, sinnstiftende Ordnung unserer durch den Film verursachten immersiven Bewusstseinsregungen. Also so wie Isa, ne, der Film zeichnet irgendwie die imaginative, immersive Erfahrungsmöglichkeit vor,
Während der Rezeption wird jedoch unser Bewusstsein nie wie in Traumzuständen gänzlich vom Filmgeschehen besetzt. Das ist jetzt die Kritik an Lips und an Ryan. Ne? Die reale Rezeptionsumgebung wirkt weiterhin auf uns ein, wie subliminal auch immer. Eben deshalb halten wir auch nicht jede gegebene Regung, beispielsweise ein Jucken im Knie, für einen Immersionseffekt des Films, mit dem wir gerade noch so verstrickt sein mögen. Und weiter dann, das ist so ein, also noch nicht ganz das Fazit, aber hier beginnt dann auch das Fazit von Voss im Text, heißt es weiter, durch unsere multi-immersiven Einlassungen erhält jede Filmfiktion ihren eigenen imaginären Index, heißt es jetzt, wie sie selber sagt. Was genau dieser imaginäre Index eigentlich bezeichnen soll, weiß ich nicht genau. Meint sie damit signifikant was anderes als das, was bei Ryan schon gesagt war? Und wenn ja, inwiefern? Wir versuchen das jetzt einfach zusammen herauszufinden bei der Lektüre des Zitats, aus dem sich ihre rezeptionsabhängige ephemer heißt so viel wie schattenhaft oder so, Realität speist. Mit diesem paradox anmutenden Neologismus eines imaginären Indexes sei nochmals die Einheit folgender Merkmale angesprochen. Sozusagen, das soll jetzt alles in diesem Begriff mit drinstecken. Der Anteil des Imaginären zeigt den Ort sowie die Beschaffenheit dessen an, was in der Rezeption zu filmischer Realität verarbeitet wird. Okay, also es gibt diese imaginäre Ergänzungsleistung. Es bezeichnet den im Zwischenraum zwischen Leinwand oder Bildschirm und Rezipienten stattfindenden leiblichen Austausch. Hier kommt jetzt so ein bisschen die Lipsche Dimension ins Spiel, der zu jenen filmischen Gestaltbildungen führt, die sich aus den Vorgaben des Films und den projektiven Einbringungen des Zuschauers als Imaginäres ergeben. Also sie scheint jetzt irgendwie diese unterschiedlichen Aspekte schon miteinander integrieren zu wollen. Aber hier war eben dieser Aspekt wichtig, dass es nicht um ein, dass die Realebene sozusagen oder die Realperspektive, aus der heraus man immersive Erfahrungen macht, nicht vollständig verloren geht. Das scheint irgendwie der wichtige Aspekt zu sein. Was genau sich aber sozusagen hinter dem imaginären Index verbirgt, da werde ich jetzt aus diesen Sätzen noch nicht vollständig schlau. Abschließend sagt sie dann noch etwas, was mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht hat, und zwar sei es fraglich, ob es sich bei der im Prinzip multi-immersiven Einlassung, multi-immersiv, weil unterschiedliche Arten von Immersion, Einlassung auf Spielfilme, zum Beispiel kinästhetisch, modaler Modalitätswechsel, bla bla bla, Einlassung auf Spielfilme tatsächlich um die Präsupposition einer Welt handelt oder handeln muss. Was meint sie hier? Da bezieht sie sich so ein bisschen auf Ryan, ne, dass wir unterstellen, dass quasi die Welt des Films so wie eine eigenständige, homogene, in sich abgeschlossene, kausale Welt sei, so ähnlich wie unsere Welt. Und sie, also Voss, scheint jetzt hier zu sagen, naja, das ist doch gar nicht unbedingt notwendig. Kann es nicht sein, dass gerade die ephemere und imaginäre Realität des filmischen Mediums, und möglicherweise ist das auch die Antwort darauf, wieso sie von imaginärem Index spricht, des filmischen Mediums uns von der weiteren Verortung eines präsentierten Ereignis- und Handlungsablaufs in eine Welt ebenso entbindet, wie uns selbst von einer entsprechenden Notwendigkeit zur Selbstlokalisierung in einer solchen. Zwar spinnen wir im Geiste das filmisch Dargestellte über den engen Rand der Bildschirm- und Leinwandbegrenzung hinaus semiotisch fort, aber die Möglichkeit dabei, eine vollständige und geschlossene Welt zu ersinnen, bleibt begrenzt und ist auch unnötig. Also sie meint, es ist aber die Frage, ob Ryan das überhaupt meinte, ne, dass wir eine vollständige, geschlossene Welt ersinnen müssten, um diese Art von Rezentrierung zu leisten, von der sie spricht. Ich bin mir da nicht sicher, ob Ryan wirklich sowas behaupten würde. Und was ich mich auch gefragt habe, ist, gilt das nicht auch für unsere gewöhnliche Erfahrung? Also, ne, wenn sie jetzt normalerweise so durch die Welt erfahrend spazieren oder wandern mit ihrer Wahrnehmung, haben sie dann immer schon quasi so eine Totalwelt mit aufgeblendet, in der alles, was sie hier erleben, quasi in einem kausal notwendigen, geschlossenen Zusammenhang steht oder so. Ist das überhaupt eine Notwendigkeit schon in Bezug auf die normale Wahrnehmung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ja, so viel zum Text von Voss. Für dieses Mal, nächstes Mal lesen wir von Wirth und Hofer Präsenz erleben, eine medienpsychologische Modellierung aus demselben Band, in dem auch der Text von Voss erschienen ist, aus derselben Zeitschrift. Genau. Die Fragen folgen noch heute im Laufe des Tages. Ansonsten von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns an dieser Stelle wieder.
höchstwahrscheinlich.